Nach 20 Monaten, 20, war es vorletzte Woche soweit. Europäer dürfen endlich wieder einreisen in die USA, zumindest fürs Erste. Und natürlich jubelt auch Las Vegas, denn endlich wird wieder Geld in die Casino-Kassen gespült. Ja, erstmal ganz gut. Allerdings muss man auch sagen, da ist keine Spur von Abstands- oder Maskenregeln. Und was das dann für Konsequenzen haben kann und wie lange sowas noch gut geht, das haben wir uns mal angeschaut. Las Vegas. 600 Tage war es für Europäer tabu. Doch jetzt geht es wieder los. Die Megametropole macht auf. Die Straßen sind voll, alle haben Spaß. Mindestabstand und Maskenzwang, kein Thema mehr. Und das, obwohl es offiziell heißt, die Herausforderung lautet, trotz Covid wieder Normalität zu schaffen, aber eben vorsichtig. Zwischen Horror und Hoffnung. Eine Spaßmetropole fährt wieder hoch. Risiken und Nebenwirkungen, offenbar egal. Ja, der Ausblick zu 2022 ist natürlich der Wahnsinn. Die Leute haben so viel Nachholbedarf. Diesen Moment hat Las Vegas sehnsüchtigst erwartet. Vergangene Woche landet der erste Direktflug aus Übersee seit Beginn der Pandemie. Die Spielermetropole feiert die Wiederaufnahme der transatlantischen Urlaubsbeziehungen. Die Maschine aus London ist mit 250 Passagieren komplett ausgebucht. Zur Begrüßung werden sie beschenkt. Es gibt Cookies, T-Shirts und Caps. Die Spielermetropole hat die Post-Covid-Ära ausgerufen. Wir kehren vorsichtig zurück zur Normalität. Vorsicht bedeutet in Vegas das Gleiche wie überall in der Welt. Masken tragen dort, wo es erforderlich ist. Und Hygieneregeln wie etwa Händewaschen und Sonstiges. In Vegas scheint die Pandemie fast vergessen. Wir waren im März 2020 genau hier. Der Strip gespenstisch leer, alles verriegelt. Nun aber ist das Leben zurück. Und das wollen auch die beiden Vegas-Fans Tim und Heiko aus Celle auskosten. Eigentlich besuchen sie die Spielermetropole alle ein bis zwei Jahre. Wegen des Einreiseverbots waren sie quasi auf Entzug. Wir sind wirklich froh, nachdem wir den Urlaub dreimal verschieben mussten durch Corona, ne, dass wir jetzt endlich wieder in unserer Stadt sein dürfen. Ne. Ich sag mal, Las Vegas, entweder liebt man diese Stadt oder man hasst sie. Ne? Und wir gehören zu den beiden, die diese Stadt lieben. Die beiden sind seit 20 Stunden unterwegs. Es ist ihr vierter Besuch und die Freude ist noch genauso groß wie beim ersten Mal. Vor allem auf die Casinos. Eigentlich ist es mehr der Spaßfaktor. Also wir wissen schon, dass wir hier nicht reich wären. Und wenn wir gewinnen, landet es eigentlich abends doch wieder in Automaten drin. Ein Risiko ganz anderer Art aber herrscht nun in den Casinos. Die Gefahr einer möglichen Ansteckung. Masken trägt hier kaum mehr einer der Besucher, sondern lediglich das Personal. Die Stadt ist wieder voll, seit die USA im Sommer die Corona-Maßnahmen gelockert haben. Strömen auch die einheimischen Besucher zurück in die Stadt. Wir alle wollen tun, was wir immer getan haben und uns amüsieren. Und Spaß hat Vegas schon wieder jede Menge im Angebot. Große Shows und Konzerte starten wieder. Tausende von Menschen in Las Vegas leben vom Tourismus. In der Spielermetropole hingegen brechen auch für René Meinert nun wieder gute Zeiten an. Reich geworden mit Immobilien bietet er seit 2017 Vegas-Touren für deutschsprachige Besucher an, zeigt ihnen dabei alle Sehenswürdigkeiten. Ja, ich bin nicht verhungert, das ist das Gute an der ganzen Geschichte. Hätte ich keine Reserven gehabt, hätte es mich definitiv gekillt. Nun aber ist René sogar auf Expansionskurs. Sein Buchungskalender ist bis weit in das nächste Jahr hinein gefüllt. Er hat 4 Stadtführer eingestellt und will in weitere Fahrzeuge investieren. Nachdem wir das schlechteste Jahr hingelegt haben, werden wir jetzt das beste Jahr hinlegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der 43-Jährige hat während der Pandemie rund 175.000 Euro Umsatz verloren. Heute fährt er zum ersten Mal seit März 2020 in Richtung Las Vegas Strip, um dort wieder zu arbeiten. Und seine allerersten Kunden sind Heiko und Tim. Jawohl. Heiko und Tim. Moin. Willkommen in Las Vegas. Dankeschön. Hallöchen. Die Kunden aus Celle machen eine VIP-Nachttour für $350. Dafür wird Vegas-Experte René sie von einer Attraktion zur anderen führen. Und die sind angewachsen, denn die Metropole hat den Lockdown auch genutzt, um sich weiter aufzuhübschen. Auf alle Fälle, es sind zahlreiche Projekte fertiggestellt worden. Wir haben jetzt das größte Hotel in Las Vegas gebaut bekommen. Das ist das Resort World oder teuerste Hotel. In Downtown ist ein neues Hotel entstanden. Das Stadion ist fertig gebaut worden. Zahlreiche Hotels haben die Pandemie ausgenutzt, um zu renovieren. Die Zimmer sind neuer. Ja. Las Vegas geht in die richtige Richtung. Doch all der Spaß und die wiedergewonnene Lebensfreude haben ihren Preis. Die Inflation ist in Sin City noch deutlicher zu spüren als anderswo. Hotelpreise haben kräftig angezogen. Essen gehen ist 1,5-mal so teuer wie vor der Pandemie.
Ja, wenn man jetzt mal überlegt, zwei Drinks, $50, das ist genau das gleiche Spielchen wie mit den Steaks. Früher haben die Steaks $35, $40 gekostet, jetzt ist man schon bei $60, $65. Die Pommesbeilage $10 bis $15. Die Preisspirale geht hier extrem nach oben in Las Vegas. Und die Leute sehen es aber nicht so, weil die kommen hier zum Urlaub und denen ist es eigentlich relativ egal, dass sie so viel zahlen. Und die Geschäfte nutzen das komplett aus. Es gilt gönnen statt knausern. In Urlaub leisten wir uns mal was, sonst sind wir ja sparsam. Und wenn wir jetzt mal $5 mehr zahlen, dafür erstmal heute Abend wieder Weißbrot nur. Also das passt dann alles. Die Gäste aus Deutschland sind zufrieden und in Feierlaune. Und Renés erste Tour ist damit ein voller Erfolg. Der 43-Jährige ist froh, dass sein Business endlich wieder läuft. Es läuft alles in die richtige Richtung. Muss es auch. Las Vegas fährt wieder hoch. Der Tourismus kehrt zurück in eine Stadt, in der die Pandemie auch zu mehr Armut und Obdachlosigkeit geführt hat. Während in Deutschland die Infektionszahlen zunehmen, steigt in der Mega-Fun-Metropole Amerikas nun nach 600 Tagen wieder die Lebensfreude. Bleibt zu hoffen, dass sich das Spielerparadies damit nicht verzockt.